Now entering the halls of fear. Okay. 105 Gegner, 10 Secrets. Ganze 10 Stück. Da ist ja direkt der grüne Schlüssel. Na, cool. Okay, da brauche ich den Yellow Key schon. Oh je, viele von euch Gargoyles. Aber passt, wenn ihr hier so schön in einer Reihe seid. Macht ihr es mir sehr, sehr einfach, euch einfach sehr schnell zu dezimieren. Heißt, das könnte erstmal nicht besser laufen für mich. Okay. Ja, ich höre noch Gargoyles, ja, ja. Na dann schauen wir mal. Springen wir mal da runter. Und noch mal einer. Wenn es weitergeht, dann bekämpfen wir nur noch Gargoyles hier. Was soll das denn? So, die Frage, ob sich die Dinger auch mal hier runter trauen werden. Okay. Ah, nochmal so einer. Ein Saberclaw. Kein Problem aber. Und zack. Ah je. Wen haben wir denn da? Einfach schnell wegmachen. Dann nervt er schon nicht mehr. Okay, gucken wir mal. Ich höre auf jeden Fall noch... Ah, genau. Wusste es doch, vorhin ist einer noch weggeflogen. Ha, so. Ja, da werde ich erstmal warten, bis ich da irgendwie in der Nähe bin. Okay, wir haben jetzt den gelben Schlüssel. Das heißt, wir können da jetzt eigentlich auch durch. Okay. Ach ja, es ist wunderschön, einfach richtig schön viel Munition in dieser Waffe zu haben. Okay, ich sehe doch jetzt schon, dass hier irgendwo eins von diesen... Also eine von diesen Wänden ist doch safe. Ein Eingang zu einem Secret. Jetzt mache ich erstmal den Gegner weg. Aber das ist ja doch gelacht. Okay. Ist der permanent? Ja. Mhm. Okay, die gehen alle auf, oder? Okay, fast alle. Na gut. Ach, das sind Secrets, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Ich muss es nicht verstehen. Aber ja, gut. Ha, wundert mich doch ein bisschen, dass hier das hier ist. Auf der anderen Seite nicht. Aber naja. Sei es erstmal drum. So viele Gargoyles. Okay, da habe ich gerade auch nur eins von. Das ist halt echt krass. Ich meine, irgendwie die Hälfte der Gegner gefühlt sind hier immer noch Gargoyles. Dabei ist es halt echt einfach schon E3M6. So, es ist krass.
bin nicht. Aber gut. Okay, ich wurde da von rechts noch beschossen. Die Frage, ob man hier dann noch irgendwie reinkommt. Ich meine, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Hm. Okay. Das wird jetzt irgendwo was geöffnet haben. So viele Gargoyles. Oh lol, das ist so ein Minotaurus-Gegner. So ein Morlotor. Schauen wir uns hier auf jeden Fall überall nochmal um, weil irgendwo wird jetzt was geöffnet worden sein. Ah. Hier kann man jetzt hin, okay. Und hier kann ich jetzt überspringen. Ist, was ich sagen würde, wenn ich den Sprung geschafft hätte. Naja. Den versuchen wir nochmal. Vielleicht von anderen. Von hier aus geht es ein bisschen einfacher. Oh, verdammt. Okay, machen wir euch mal weg. Ui. Ah, die Disciples sind noch mit am gefährlichsten hier. Oh, nochmal ein Tome of Power. Aber gut. Dann hauen wir einfach mal rein. Oh Gott! Ja, blöd. Ich habe noch nicht gespeichert. Hä? Ja gut, dann sieht man sich, wenn ich wieder an der Stelle bin. Okay, ich bin jetzt wieder hier. Also bevor ich jetzt wieder zu dem Morlotor da runtergehe. Ja, hier komme ich jetzt einfach rein. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin auch schon konnte. Ich habe auch nichts, also ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Ich wüsste echt nicht, was ich anders gemacht habe. Ich habe wirklich alles eins zu eins so gemacht. Wie davor. Hier ist auf jeden Fall eine Map-Scroll. Das Einzige, was ich ganz kurz gemacht habe, war hier schnell reinlucken. Aber dann ist mir aufgefallen, ja, da war ich vorhin auch noch nicht. Hatte nur einen dieser Gegner getriggert und bin dann wieder weg. Weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hat. Ja, cool. Na, aber gut. Dann gehen wir doch mal direkt ein bisschen auf die Jagd nach Secrets. Das hier habe ich auch noch nicht gemacht. Ich werde jetzt übrigens ein bisschen Quicksave benutzen. Vielleicht denke ich dann auch mehr dran. Okay, da kommen wir noch hier zurück. Wusste ich jetzt nicht. Weiß gar nicht, ob ich das vorhin gemacht habe. Oh, ja cool. Da kommen wir aber noch nicht hin. Aber von da hinten wahrscheinlich. Ja.
Wunderbar. Oh, woher kommt ihr denn? Na, mit so einer Map-Scroll ist es natürlich nicht so schwierig, sich hier die Secrets abzugreifen. Einfach schön alles ablaufen und dann kriegt man eh alles. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder zu dem Molotor. Außer ich, oh, beziehungsweise... Aha. Oh, ich habe ihn bekommen, okay. Das hier ist auch neu, ist es... Kein Secret. Na, hoffentlich ist das jetzt nicht so wie bei, hier Dings, Doom 2 Industrial Zone, dass der Teleporter, also die Plattform mit dem Teleporter, das Secret ist. Das wäre sehr gemein. Naja. So, der hat mich vorhin einfach mal kurz gewonnen-hittet. Das war nicht sehr nett. Absolut nicht nett. Ich kann es mir jetzt auch einfach machen. Ich habe ja den Ring gefunden. Hehe. Flammenwerfer scheint schon gut reinzuhauen hier. Okay. Hier haben wir den blauen Schlüssel. Irgendwas hat sich jetzt bewegt. Oh. Diese blöden Tornado... schießenden Penner. Wusstet ihr eigentlich schon, dass ich euch nicht mag? Falls nicht, wisst ihr es jetzt. Oh, Wings. Okay. Das habe ich auf jeden Fall aktiviert. Hier kommt man hier wieder zurück. Als Chaos-Device kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Und hier die Muni auch. Damit haben wir auch schon 7 von 10 Secrets. Dann gucken wir mal. Ich denke mal, dass wahrscheinlich... hier ein Secret sein wird. Und hier auch eins. Okay. Yep. Kann ich mir jetzt auch noch schön easy machen. Ah. Das ist jetzt auch schon das letzte. Okay, damit hätten wir alles erledigt. Yeah. Cool. Aber tatsächlich mal ein Level, wo ich gestorben bin. Passiert auch nicht so häufig.
Aber es war schon krass, er hat mich einfach kurz mal gewonnen. Shottet. Kam aus dem Nichts. Aber gut, dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.